Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kurvenmucke 2-Box von Miki. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kurvenmucke 2 von Miki, das Ganze am 11. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, der erste Teil ist knapp 4 Jahre her, und zwar im Oktober 2016 erschien Kurvenmucke 1. Da gab es auch eine Box, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und jetzt ist es an der Zeit für den zweiten Teil. Diese Box gab es exklusiv über Distributions. Und es gab dabei nicht nur eine Box, sondern wir haben hier auch zusätzlich noch ein Shirt mit dabei und diverse Sticker, die uns hier noch beigelegt wurden, beziehungsweise 2 Sticker und ein Kärtchen. Dazu kommen wir dann noch. Aber jetzt soll es erstmal um die Box gehen. So, also wir werden mal die Folie entfernen. Dann schauen wir uns das an. So. Also, da ist das gute Ding. Wir haben hier die Box in Schwarz. Oben lesen wir Malocha Musik präsentiert. Das ist das neue Label von Miki, das er selbst gegründet hat, nachdem ja Kopfnussmusik den Laden dicht gemacht hat. Hier lesen wir auch wieder Miki Kurvenmucke 2, also römisch 2. Und dann hier ein Stadion. Ja, das Stadion von Dortmund ist es meines Wissens nicht. Denn das ist ja etwas ja, eckiger und sieht generell anders aus. Also wir haben hier ein beliebiges Stadion. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann es nicht erkennen. Vielleicht ist es auch einfach so ein Fantasiestadion, das hier als Cover herhält und gar nicht in der Realität existiert. Auf jeden Fall geht hier rein so vom Rauch ziemlich gut die Post ab, was so Bengalen betrifft. Dann haben wir hier einmal die Sturmhaube und einen Lorbeerkranz. Limitierte Stadionbox. Dann das Logo von Malocha Musik. Und hier nochmals Miki Kurvenmucke 2. Auf der Rückseite gibt es einen Rasen mit Fußball und auch hier scheinbar ein Bengalo entzündet. Und hier dann noch die Beteiligten, also die Logos der Labels und natürlich ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Die Box ist eine reguläre Clubbox, geht hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes haben wir hier eine Sturmhaube. Dann haben wir hier einen Fanschal. Das Album an sich, Kurvenmucke 2. Die unterschriebene Autogrammkarte. Und ein Poster. So, jetzt ist die Box leer, von innen in weiß. Und dann schauen wir uns das alles mal genau an. Ja, jetzt wissen wir auch, warum das Shirt hier so extra war, denn da wäre ja gar kein Platz mehr gewesen. Die Box an sich schon recht gut gefüllt. Deswegen das Shirt dann auch nochmal separat. So, einmal die Sturmhaube. Dann haben wir den Fanschal. Das Album natürlich. Und das Shirt. So, dann packen wir mal alles zur Seite. Und beginnen wie immer mit dem Album an sich. Auch das natürlich noch in der Folie. So. Aber jetzt kann es endlich losgehen. Oder auch nicht. So, aber jetzt. So, das ist das Album. Kurvenmucke 2 kommt hier in einem regulären Jewelcase. Hier oben lesen wir wieder Malocha Musik präsentiert. Dann haben wir hier den Interpreten Miki, der hier gerade einen Bengalo entzündet hat. Miki Kurvenmucke 2. Auf der Seite auch nochmal zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 19 Tracks sind es geworden. Features haben wir ohne Ende mit dabei. Und zwar haben wir hier Features von Carolina. Die ist meines Wissens ein Gesangsfeature und ist auch auf seinem neuen Label gesigned. Keule. Ich glaube, das ist Keule von den 257ers, nicht Keule die Band, sondern eben der Rapper. Deos, Scholle, Kreisliga-Legende, Joker, nochmals Carolina,
Deos, PK, Coley oder Coley und Sandy. Das sind so ziemlich, ja, die beiden, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Und Carolina. Ja, dann haben wir wieder die Logos, Barcode und nochmals Mickey. Und dann schauen wir mal rein. So, als erstes geht es natürlich ins Booklet. Das ist recht dünn gehalten. Wir haben hier einfach so einen Einleger. Einmal hier das Foto von zwei wunderbaren Schuhen. Also zwei Paar New Balance hier zu sehen. Und hier geht es dann weiter mit einer Widmung bzw. einer Danksagung. Ja, die ist ziemlich ausführlich. Könnt ihr euch gerne kurz anhalten, das Video und durchlesen. Endet hier mit dem Satz: Danke für alles, ich bin so verdammt stolz auf euch und alles, was wir in der letzten Zeit zusammen geschaffen haben. Und es ist noch lange nicht das Ende. So, dann hier nochmals Mickey abgebildet, der hier am Zaun hängt. Sieht so nach Auswärtsspiel aus. Und dann kommen wir zur CD. Auch hier wieder der Interpret im Bengalo-Rauch zu sehen. Und dahinter das Malocha-Musik-Logo. Gut, das war's zum Album. Als nächstes haben wir mit dabei diese Sturmhaube. Die kommt ja auch wieder in schöner Bengalo-Optik. Hier sehen wir es. Also, hier wird gerade ein M80 entzündet. Und das zieht sich hier über die gesamte Oberfläche dieser Sturmhaube. Dann haben wir noch den Schriftzug, Kurvenmucke 2. Dann schauen wir mal kurz rein. Genau, was haben wir hier? Malocha-Musik, One Size, okay. Und das Ganze ist 100% Polyester von der Distri GmbH und Made in China. Grüße gehen raus. Ja, die kann man dann natürlich tragen, diese Kopf- bzw. Gesichtsbedeckung, diese Sturmhaube. Je nachdem, jetzt so in Zeiten von Corona oder dann, wenn die Fußballstadien, wenn sich das in den Stadien wieder halbwegs normalisiert hat, mit den Zuschaueranzahlen, dann vielleicht auch wieder im Stadion. So, dann haben wir, auch passend zum Stadion, einen Schal. Allerdings keinen Schal so im klassischen Sinn, sondern es ist mehr so ein, ja, sagen wir mal, ein negativer Schal. Und zwar haben wir hier so eine Ratte mit einer Zigarre und Geld, also so das Kapital im Fußball hier repräsentiert. Und dann lesen wir hier, ihr macht unseren Sport kaputt. Hier dann auch nochmal so eine Ratte mit Zigarre und 500-Euro-Scheinen. Weiße Fransen an der Seite. Und auf der Rückseite lesen wir dann Kurvenmucke riesengroß in schwarz und weiß. So, dann haben wir hier nochmals Malocha-Musik, One Size. Und hier lesen wir auch wieder, das Ganze ist von der Distri GmbH, Made in Turkey. Grüße gehen raus. Ja, also zu diesem Aufdruck muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Mickey hat ja auch schon diverse Tracks gemacht zu diesen Themen und ist ja generell dafür bekannt, dass er jetzt kein großer Fan ist von solchen gekauften Vereinen. Ja, die Thematik ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Als nächstes haben wir eine Autogrammkarte. Das ist, glaube ich, das Foto, das wir auf der Rückseite des Booklets hatten, wo Mickey hier am Zaun hängt. Dann mit weißem Stift hier unterschrieben. Autogrammkarte im Hochformat und auf der Rückseite nochmals Malocha-Musik-Logo. Als nächstes haben wir ein Poster. Hier wieder das Cover in etwas näherer, ja, also etwas herangezoomtes Cover. Mickey lesen wir hier und oben wieder Malocha-Musik. Das Ganze ist einseitig bedruckt im Hochformat. Und jetzt kommen wir noch zu den Inhalten, die außerhalb der Box waren, die es so dazu gab. Und zwar haben wir hier einmal so einen kleinen Infoflyer zu diesem Label. Und zwar ist das hier eine Marke, die nennt sich hier Anonym mit UE. 10% Gutscheincode mit dem Code Kurvenmucke. Ja, also da könnt ihr natürlich die Website besuchen, was kaufen. Das sieht so ein bisschen nach Peaky Blinders aus. Und dort Sachen shoppen. Dann haben wir hier noch einen Sticker, mit dem man hier Werbung für die Marke machen kann. Also die dürften rein so, wie ich das jetzt beurteilen kann, so casual Sachen haben für entsprechende Fußballfans. Dann hier ein Sticker natürlich von Distributions mit dabei. Und nicht zu vergessen das Shirt.
das ja nicht mehr in die Box reingepasst hat. So, und auch hier haben wir wieder diverse Gestalten in Casual-Optik. Hier lesen wir dann noch, wir sind der 12. Mann. Mickey Kurvenmucke 2.0 anonym. Auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz gehalten. Und wir haben es hier zu tun mit einem Identity Tea Time. Okay, Größe M, die konnte man damals auswählen. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Und wo haben wir es? Genau, hier lesen wir auch nochmal Identity, scheinbar aus Dänemark, also DK ist meines Wissens Dänemark. Und dieses Shirt ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus, 100% Baumwolle. Gut, das war's soweit. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann haben wir noch diesen Info-Flyer mit dem 10% Gutscheincode. Ein, zwei Sticker. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte. Dann die Sturmhaube. Dann der Schal beidseitig gestaltet. Und natürlich das Album an sich, Kurvenmucke 2 mit insgesamt 19 Tracks und diversen Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Kurvenmucke 2 von Mickey. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mickey unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.